Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Heute geht's weiter in diesem Babyfolio. Wir haben dieses Folio im letzten Video schön mit Designpapier beklebt, ein paar interaktive Elemente noch dazu getan. Und ja, das Cover ist noch nicht ganz fertig. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was angefangen. Ich habe mir hier von diesem Papier, was in diesem Block drin ist, einen Heißluftballon und ein paar Wolken genommen und die Wolken hier so draufgeklebt. Dann das Ganze auf eins der Designpapiere draufgeklebt. Ihr seht, es ist ein Reststück von dem, sodass es einfach stabiler wird dadurch. Denn das ist ja schließlich eine Seite, die wir öffnen können und die nur hier festgeklebt ist. Und genau da, wo sie festgeklebt ist, können wir auch dieses Element, also ich möchte es so hinkleben, dass das kleine Fähnchen wirklich oben drauf sitzt, das wird geklebt und der Rand auch. Alles andere soll offen sein, dass hier noch Platz für ein Foto ist. Oder ich mache einen Spruch hin. Das ist hier die Frage. Ich denke, ich lasse es mir offen, dass man hier so ein kleines Foto reinmachen kann. Genau, alles andere bleibt ja dann auch offen, denn wir wollen ja auch diese Seite damit dann anheben, um die Fotos zu platzieren. Also das bedeutet, ich klebe mir das jetzt einmal hier am Fähnchen fest und dann am Fähnchen entlang gehe ich hier einfach mal so eine Linie runter und hier unten. Und dann hebe ich mir das Ganze an, dass ich ja nicht mein Cover beklebe. Und ja, klebe mir das jetzt so drauf und hoffe, ja, hat gut geklappt. Was man da noch machen kann, ist, aber ich habe es verkehrt geklebt, seht ihr? Jetzt habe ich es doch falsch gemacht. Brauche ich meinen Mikrofaser? Ist nicht schlimm, das sieht man nicht, aber wir müssen das richtig machen. Also ich hatte da jetzt einen Denkfehler. Das heißt, also eigentlich ist es einfacher, wenn man das jetzt hier so klebt, hier und dann hier. Dann kann man auch nichts falsch machen und das Fähnchen klebe ich auf jeden Fall fest. Und dann klebe ich mir das Ganze hier fest, hebe mir das an, das auch wirklich, hoppla, also das klappt ja wunderbar hier. Und jetzt drücke ich mir das Ganze hier fest. Wir haben hier was ganz Stabiles gemacht, das heißt, man kann das hier, wenn das dann jetzt endlich festklebt, ich bin zu voreilig, merke ich gerade, festdrücken. So kann man das dann öffnen. Und hier kann man was reinmachen. Seht ihr? Das ist toll. Dann habe ich mir noch die Buchstaben ausgeschnitten für den Namen. Den Namen werde ich jetzt auch nur unten festkleben. So dass ein Foto noch drunter Platz hat. Können das Ganze auch erstmal öffnen, dass es ein bisschen leichter ist. Und den orangenen Buchstaben, den kleben wir hier drauf. Also der kann überall Kleber haben, denn der wird hier drauf geklebt. Wenn ich mir jetzt nochmal mein Reststück nehme, kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Seht ihr, wenn ich da jetzt ein Foto draufklebe, dann gucken die Buchstaben raus. Und das ist nämlich der Effekt, den ich eben haben möchte. So sieht das richtig schön aus. Jetzt geht es als nächstes um einen Designteam-Beitrag. Die liebe Sanne hat mich gefragt, ob ich mal kurz erklären kann, was das denn alles bedeutet. Also, ich bin im Designteam von der lieben Tina vom Kreativfalter. Das bedeutet, die liebe Tina schickt mir einmal im Monat etwas zu, das ich mir selber aussuchen darf und damit bastle ich dann irgendetwas und stelle euch quasi auch das vor, was sie mir eben zugeschickt hat und gebe euch sozusagen auch ein Beispiel dazu. Das bedeutet also, dass ich in ihrem Designteam bin und etwas bastel, um euch einfach Beispiele dafür zu geben, was ihr denn mit ihren Sachen alles basteln könnt. Und ich hoffe, dass ich damit
deine Frage beantwortet habe und du jetzt ungefähr weißt, was ich damit meine. Und mein Design-Team-Material, was ich mir diesen Monat ausgesucht habe, sind eben diese Stanzteile, mein erstes Jahr. Da sind 41 Stück drin, die zeige ich euch jetzt mal. Diese Stanzteile haben wir quasi zusammen gemacht. Also ich habe ihr ein paar Vorschläge geschickt, die ich ganz toll finde für ein Baby-Album. Und sie hat das auch gleich so, wie es war, übernommen. Sie hat vielleicht das ein bisschen abgeändert, wie sie es für richtig gehalten hat. Aber so sind diese Stanzteile auch entstanden. Also dadurch, dass ich in ihrem Designteam bin, habe ich auch ein paar Vorschläge gemacht, was ich zum Beispiel für das Thema Baby-Album total interessant fände oder was ich gerne in einem Baby-Album verwenden möchte. Und da sind dann diese Stanzteile entstanden. Und da ich ja meinen Design-Team-Beitrag für den Monat Juli noch gar nicht gemacht habe, das wäre nämlich mein Piraten-Journal gewesen, habe ich mir gedacht, dann mache ich das auf jeden Fall jetzt schon mal vorher. Denn das wollte ich ja eh mit ihren Stanzteilen machen, ein Baby-Album basteln. Und das trifft sich jetzt einfach mal super, da ich ja jetzt eh dieses Baby-Album verschenken möchte. Jetzt zeige ich euch mal kurz, was das für Stanzteile sind. Wir haben hier einmal mein erstes Lächeln, ich kann krabbeln, mein erster Brei, mein erstes Osterfest, ich kann alleine sitzen, ich bin ein Jahr, 9. Monat, ja. Alle Monate von 1 bis 12 gibt es hier. Die sammeln wir uns jetzt auch mal hier, weil die werden wir jetzt gleich benutzen. Ich kann alleine stehen. Meine großen Schwestern. Das werde ich jetzt zum Beispiel in diesem Album nicht brauchen. Mein erstes Stofftier. Das erste Foto. Mein erstes Bad. Mein erster Urlaub. Ich kann Papa sagen. Mein großer Bruder, ich kann alleine laufen, kleine Prinzessin, also da es ein kleiner Prinz ist, tue ich das mal auf die Seite. Mein erster Zahn, dann wieder die Monate, kuscheln mit, mein erstes Weihnachtsfest, kleiner Prinz finde ich ganz super, das nehmen wir auf jeden Fall. Mein erster Ausflug, mein erstes Wort, ich kann Mama sagen, mein erstes Spielzeug. Mein erster Geburtstag, die Monate wieder einer der Monate, hier ist auch wieder einer der Monate, meine Geschwister, meine große Schwester und meine großen Brüder. Also ich werde jetzt hier schon mal das wegtun, was nicht zutrifft und fange dann an, euch mal zu zeigen, wie ich das mit den Monaten machen möchte und mit diesen anderen Sachen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das erste Foto. Das erste Foto sollte dann auch wirklich am Anfang kommen, denn es ist ja schließlich das erste Foto. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde vielleicht das erste Foto hier platzieren oder hier kleiner Prinz. Das würde sogar noch besser aussehen, denke ich mal. Ja, ich denke, ich werde hier kleiner Prinz draufkleben. Das ist schon mal das erste. Das könnte man sich jetzt noch eininken, aber da ich hier gar nichts eingeinkt habe, lasse ich das. Ich klebe das jetzt erstmal hier so drauf. Dann haben wir hier schon mal kleiner Prinz. Wenn wir das öffnen, könnte man jetzt hier zum Beispiel das erste Foto hinmachen. Ja, und da wäre es jetzt cool, wenn man jetzt hier sich noch ein Stanzteil ausschneidet und das erste Foto quasi so ein bisschen noch ausschmückt. Jetzt überlege ich gerade, was würde denn da gut aussehen? Vielleicht einfach nur eine Wolke. Ich halte mir das jetzt einfach so hin. Es muss auf jeden Fall was Kleines sein. Ich glaube, ich schneide mir noch mal so eine Wolke aus. Und dann klebe ich mir das erste Foto so drauf, so versetzt. Ja, irgendwie sieht das hier ganz schön aus und da achte ich drauf, dass ich das so mache, dass ich quasi hier oben meinen Kleber platziere. Hier nur so eine kleine Linie, so dass trotzdem noch ein Foto drunter Platz hat. Also quasi so, ja. Hier hat noch ein Foto Platz.
Genau, das ist dann das. Dann können wir das Ganze mal zur Seite tun und uns überlegen, was wir als nächstes nehmen. Ich möchte hier auf jeden Fall, erster Monat ist mir ganz wichtig. Den könnte ich mir jetzt zum Beispiel hier hin machen, den ersten Monat, oder wir machen das unten. Das würde natürlich auch gehen. Hier, erster Monat. Dann, was passt denn zu erster Monat? Ich finde, zum ersten Monat passt mein erstes Lächeln. Und da, ihr müsst euch jetzt überlegen, so ein 10x15 Foto passt hier definitiv hier drauf. Also könnt ihr das hier unten ruhig gestalten. Ich habe mich dann dafür entschieden, mit einem Streifen Restpapier die Schlagwörter zu hinterlegen und bei den Monaten immer ein schönes Die-Cut zu verwenden. Ich finde, es sieht total schön aus. Hier seht ihr, hier habe ich dann eins der Schlagwörter wieder ausgetauscht und bei den Monaten habe ich jetzt Regenbögen verwendet. Und dann habe ich mir was anderes noch überlegt für die Mitte. Da habe ich mir einen Mond rausgesucht und da werde ich ein paar Ausstanzungen einfach wie so eine Tasche mit reinlegen. Und jetzt mache ich noch den nächsten Monat. So, ich habe mir jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, weil mein Akku leer war. Da konnte ich jetzt schon mal alles so auslegen, wie ich es haben möchte. Also hier habe ich mir für den sechsten Monat so einen Heißluftballon genommen, den sechsten Monat dahin gemacht. Das möchte ich mir jetzt hier hinkleben. Mache ich mir jetzt hier unten Kleber hin. Und an die Seite ein bisschen. Das kommt dann hier hin. Und dann hat hier ein Foto Platz. So, wenn wir das dann öffnen, habe ich mir jetzt den siebten und achten Monat. Den möchte ich jetzt einmal hier und einmal. Ja, also hier möchte ich das schon so mittig hinkleben beim siebten. Klebe ich das wahrscheinlich dann dahin? Oder ich, ja, ich glaube, ich klebe das so hin. So, und dann habe ich mir hier einen Streifen vom Restpapier genommen. Den klebe ich mir jetzt hier unten hin. Da kommt dann in die Mitte, ich kann Mama sagen. Wenn wir das öffnen, kommt eben hier der siebte und der achte Monat rein. Dann machen wir das hier ganz auf. Und da möchte ich jetzt hier den neunten und hier den zehnten. Also das heißt, hier sollen quasi die Fotos dahin. Und ich habe hier noch mein erster Brei und mein erster Ausflug, was ich da oben hinkleben möchte. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, diesen Heißluftballon, diesen großen, hier unten drauf zu kleben und da eben diesen neunten Monat. So kann man dann hier den neunten Monat einkleben. Und beim zehnten Monat habe ich mir diese Blumen ausgesucht. Klebe ich auch schön mittig drauf. Und da den zehnten Monat. So, das bezieht sich dann auf diese zwei. Dann haben wir ja hier noch mein erster Brei, mein erster Ausflug. Das möchte ich jetzt wirklich, also dafür muss ich das einmal umklappen, hier oben drauf machen. Und dafür schneide ich mir jetzt wieder Streifen aus, so Reststreifen aus diesem Papier. So, das sind dann die. Das können wir uns jetzt alles wieder umklappen und dann hier aufmachen. Hier haben wir dann den 11. Monat. Der soll dann hier hin und hier den 12. Monat. Da möchte ich auch noch irgendwas dazu kleben. Können wir das einmal öffnen? Da habe ich mir jetzt hier was ausgesucht. Einmal hier das
soll mein erster Geburtstag sein. Da kann sie quasi vom ersten Geburtstag alle Bilder hier reinkleben. Und ja, das lasse ich so, wie es ist. Da werde ich keine Deko machen. Da werde ich einfach nur hier oben ein bisschen Kleber hinmachen, dass trotzdem das Bild, was da reinkommt, seinen Platz findet. Und hier ist mein erstes Wort. Und wenn wir das dann öffnen, habe ich mir ja hier auch schon ein paar Sprüche rausgesucht. Und da werde ich mir jetzt einfach nur jeweils den anderen Streifen dafür aussuchen. Oder vielleicht so einen Streifen. Schauen wir mal, was gut aussieht. Und klebt mir das drauf. Ich zeige euch gleich, wie das Album fertig aussieht. So, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das Folio fertig aussieht. Das wird jetzt unser finales Flip-Through sozusagen. Aber vorher wollte ich euch noch zeigen, dass ich noch eine Karte auf die Schnelle gebastelt habe mit Papierresten. Das sind Papierreste von diesem Folio und die Winnie-Pooh-Sticker, die ich von der lieben Sarah in einer Überraschungspost bekommen habe. Die habe ich hier benutzt für diese Karte. Habe auch hinten am Umschlag so einen Streifen hingemacht zum Verschließen. Und ja, meine Kinder haben so ein bisschen gemalt noch. Ist richtig süß geworden. Die haben Herzen und ja, mein Kleiner hat das ausgemalt. Mein Großer hat die Herzen und die Blume gemalt. Ich finde, das hat er total hübsch gemacht. Und ja, und ich habe noch eine Karte gebastelt für meine Schwester, weil die schenkt auch dem Kleinen was. Und die blende ich jetzt kurz ein. Ja, und diese Karte, finde ich, ist auch total süß geworden. Da habe ich eben den Hintergrund gestaltet mit diesen neuen Action-Stempelkissen. Ich habe mir da selber ein Gras gezeichnet und so einen Wolkenhintergrund auf Papier gezeichnet. Hier seht ihr das. Ich habe mir da so ein Gras einfach mit Bleistift gezeichnet und habe das dann als Schablone verwendet. Und die Wolken habe ich auch selber gemacht. Und das sind so die Reste. Ich denke, damit kann ich auch noch irgendwas anfangen. Ja, und so ist eben diese Karte entstanden mit dem Mixed-Media-Papier, was ich euch in einem Haul gezeigt habe vom Teddy. Und ich dachte mir, weil ich da eben diese Winnie-Pooh-Sticker verwendet habe, könnte es den einen oder anderen auch interessieren. So, und jetzt zeige ich euch mal dieses Schmuckstück. Wie ihr seht, ist dieses Folio mittlerweile nicht mehr so wackelig. Das ist alles so eine Gewohnheitssache, bis sich das alles legt. Und umso öfters man das in Position bringt, wackelt das auch gar nicht mehr. Also das ist jetzt mir aufgefallen, was ich natürlich super finde. Hier ist einmal das Cover. Ich habe hier seinen Namen drauf und wir können hier ein schönes Foto dahinter kleben. So habe ich das festgemacht. Man kann das einmal hier öffnen und zwei Fotos kleben. Wir können das aber auch zumachen und das ganze Folio damit öffnen. Hier ist noch ein kleiner Regenbogen hingekommen, den habe ich noch draufgeklebt und habe auch das so geklebt, dass man gegebenenfalls noch etwas dahinter machen kann. Vielleicht einen schönen Spruch. Und ich dachte mir, sie könnte hier noch mit Stickern sein Geburtsdatum draufkleben. Ich denke, das würde auch total schön aussehen. Oder vielleicht seinen Namen, das überlasse ich aber ihr. Und ja, dann geht's schon los mit dem Folio. Wir haben hier einmal die Seite, wo wir eben dieses Stanzteil Kleiner Prinz drauf gemacht haben. Ich finde, das passt so gut. Ich habe es jetzt fast gar nicht bemerkt, dass wir da was draufgeklebt haben, weil das einfach so schön in diese Karte übergegangen ist. Wir können das Ganze öffnen und hier unten ein Foto draufkleben. Dann verschließt sich das alles super mit dem Magneten. Und wenn wir das Ganze öffnen, habe ich hier das erste Foto reingeklebt mit dieser Wolke und da können wir natürlich auch ein Foto drunter schieben und auch hier oben ist Platz für ein Foto. Dann können wir das Ganze öffnen und ihr seht, ich habe hier auch einen Reststreifen drauf geklebt und ja, wenn wir das Ganze öffnen, kommen ja auch schon die ersten Sprüche. Mein erstes Lächeln, das heißt, hier ist dann Platz für ein Foto. Mein erstes Stofftier kann sie ein Foto draufkleben. Da habe ich erst mein erstes Spielzeug gehabt und ich fand, das war irgendwie nicht passend für den ersten Monat. Hier könnte man sogar ein ganz großes Foto reinmachen, was man auch so drunter schieben kann. Finde ich auch total schön. Und dann öffnen wir das und haben hier den zweiten Monat und können auch hier etwas reinkleben.
Und durch diese Stanzteile wird einem das ganz schön leicht gemacht, so ein Babyalbum zu gestalten, eben mit dem, was man hat, und dann nur noch die Monate draufkleben. Ja, und dann haben wir hier den vierten, dritten Monat, kann man hier auch zwei schöne Bilder reinmachen. Und hier habe ich einen von diesen Monden genommen als Tasche oder Tuckspot und habe einfach jetzt Kuscheln mit zu Besuch bei und mein erstes Bad hier so mit reingemacht. Das kann sie sich dann aussuchen, ob sie vielleicht drei kleine Bilder hier mit reinmachen möchte, auf diese Seite oder irgendwo ganz anders und dann das dazukleben möchte. Das ist jetzt ihr überlassen. Ja, und dann können wir das Ganze wieder schließen und es geht weiter mit dem fünften Monat. Hier habe ich ja so einen kleinen Heißluftballon hingemacht. Auch hier ist es offen. Man kann hier ein schönes Bild reinkleben. Also die Bilder kann sie sogar zu zwei Bilder reinmachen, so wie sie das möchte. Das ist jetzt komplett ihr überlassen. Dann haben wir hier den sechsten Monat. Und wenn wir das jetzt alles so öffnen, haben wir hier den siebten und achten Monat. Da habe ich quasi nur die Stanzteile mit auf diese Karten draufgeklebt und es sieht richtig schön aus. Wie wenn es so gehört, finde ich. Schaut mal. Es passt einfach perfekt. Und hier habe ich kann Mama sagen, ich denke, das ist für jede Mama etwas Besonderes. Deswegen habe ich es schön in die Mitte gesetzt. Und vielleicht hat sie ja in dem Moment ein Foto gemacht. Ich weiß es nicht. Oder ja, sie nimmt einfach eins ihrer Lieblingsbilder und klebt das dann hier rein. Und was ungefähr in dem Monat gewesen ist, als das Baby Mama gesagt hat. Und dann können wir das hier öffnen. Da kommt eben das Foto für den siebten und achten Monat hin. Und wenn wir das öffnen, ist hier Platz für 9. und 10. Monat. Da habe ich auch einfach die Ausstanzungen mir ausgeschnitten und eins dieser Die-Cuts draufgeklebt. Ich finde, das sieht so schön und stimmig aus. Und dann, wenn da noch das Foto drauf kommt, macht das alles, ja, das ist einfach nur cool, finde ich. Und in der Mitte ist immer noch dieses Ich kann Mama sagen. Und dann habe ich hier, das ist halt so groß, muss ich echt ein bisschen schieben. Mein erster Ausflug, mein erster Brei. Und das passt alles perfekt zu diesem Papier mit diesen Streifen. Ich finde, das sieht so schön aus. Und wenn wir das Ganze wieder zuklappen, können wir auch hier diese Türen öffnen. Da haben wir dann den 11. Monat. Auch hier kann man was reinmachen. 12. Monat. Seht ihr, da könnte sogar ein Riesenfoto rein. Dann öffnen wir die Türen und wir haben hier mein erstes Wort. Was ja auch was ganz Besonderes ist, was sie hier reinkleben kann. Ich zeige es euch mal kurz so. Und wenn wir das Ganze öffnen, habe ich hier einfach ein paar von den Stanzteilen genommen, um ihr ein paar Auswahlmöglichkeiten zu geben. Und ich denke, das ist auch für jeden interessant. Ich kann krabbeln, ich kann alleine sitzen, ich kann alleine stehen und ich kann alleine laufen. Die vier Fotos kann sie dann hier noch draufkleben. Und dann hier in der Mitte ist ein ganz besonderer Platz für ganz viele Fotos und für wo macht man denn die meisten Fotos? Natürlich am ersten Geburtstag. Deswegen habe ich meinen ersten Geburtstag so draufgeklebt, dass es ein Tuckspot ist. Also man kann das Foto hier noch drunter schieben und dann kann man die Fotos vom ersten Geburtstag hier reinkleben und wunderschön blättern, wie denn dieser erste Geburtstag eben war. Ich finde, das sieht total cool aus und ich bin mir sicher, dass sie damit ganz viel Freude haben wird, dieses Album zu gestalten. Es ist nicht zu viel, also man erwartet nicht von ihr, dass sie großartig viel bastelt, sondern sie kann einfach sich so ein bisschen austoben mit dem, was sie von ihrem Kleinen eben hier reinkleben möchte, ihre schönen Erinnerungen eben hier mit reinmachen. Ich habe jetzt bewusst hier gar nichts draufgeklebt, nicht selber das Geburtsdatum draufgeklebt, weil ich finde, das soll sie selber überlegen, ob sie das möchte und ob es ihr gefällt. Ich zeige es euch nochmal von allen Seiten. Ich muss noch meinen Aufkleber drauf machen, mit Liebe handgemacht vom Bastel mit Nilem. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Ja, das ist dann mein Babyfolio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte mega viel Spaß, das mit euch zusammen zu basteln. Ich freue mich sehr über diese Stanzteile. Ich finde, die machen es einen sehr, sehr leicht, dieses Babyalbum eben zu basteln. Es ist schön, dass es auf Deutsch geschrieben ist. Ich weiß nicht, wo man sowas sonst herbekommt. Aber ja, es erleichtert einen, dieses Album so perfekt zu gestalten, finde ich. Deswegen werde ich die mir definitiv nochmal bestellen. Und ja, ich habe noch ganz viel Restpapier. Ich möchte mindestens nochmal so eins basteln. Und vielleicht noch eins im Mädchenthema eher, mal gucken. Ja, deswegen werde ich sie mindestens einmal nochmal bestellen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung dieses Stanzteilset. Die liebe Tina hat ja auch
dieses Stanzteil-Set in ihrem Sortiment. Ich wollte eigentlich auch das hier verwenden, dann hätte ich mir das ganze Ausschneiden sparen können. Aber leider hat das dann nicht zu den Farben gepasst. Aber wenn ihr jetzt so ein ähnliches Papier habt, dann passt das natürlich auch sehr gut. Und dann könnte man auch einfach diese Stanzteile verwenden und spart sich das Ausschneiden. Das geht natürlich auch. Ja, das zudem. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich noch so alles bastel. Mein Papierreste-Video kommt jetzt natürlich erst nächste Woche. Ich habe das jetzt vorgeschoben, damit ich eben mein Geschenk fertig machen kann, denn heute ist schon die Feier und ich bin so gespannt, was sie zu diesem Folio sagen wird. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.